Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Alien Q. Alter! Das geht ja schon gut los. Oh. Also in der Herzinfarkt-Folge vom letzten Mal. Ach, wieder, ey. Irgendwas ist da oben auf diesem Dachboden oder was auch immer da ist. Irgendwas kratzt und knirscht da. Ich bin beunruhigt. Wir haben ja jetzt diesen Würfel mal versteckt. Und auf jeden Fall war noch mal jemand hier in der Wohnung und hat hier noch ein bisschen rumgewühlt. Sind das meine Schritte? Ich hoffe, es ist schwer. Ich kann etwas Seltsames fühlen, wenn ich mich diesem Spiegel näher. Okay, er kann irgendwas fühlen, aber was ich machen soll, weiß ich nicht, ne? Okay. Okay, das kennen wir schon. Die Seite kennen wir auch schon. Ansonsten war hier nichts mehr Neues, ne? Okay, wir gehen mal in die Nachbarwohnung. Uiuiui. Ich höre Geräusche. Hä? War hier nicht mal ein Durchgang? Oder ist das ein anderer Raum? Nee, das ist schon derselbe, ne? Ach, guck mal, die Statuette. Da ist die. Hm. Alter, hör auf zu knacken. Hm. Hör auf zu knarzen. Ach, hier sind wir. Okay, alles klar. Was ist das denn hier? Okay, hier ist verschlossen. Hier wurden wir das letzte Mal ja eingesperrt. Okay, wir gehen nochmal hier durch. Wir nehmen mal die Abkürzung. So, wir haben jetzt diese Statuette. Die haben wir das letzte Mal ja schon gesucht und nicht gefunden. Leise. Okay. So, jetzt. Ich habe keine Ahnung, aber... Ich auf gut Glück drehen, das Zeug. Das war wohl falsch. Okay, warte. Was war das? Irgendein Mechanismus? Jetzt geht, glaube ich, das mit dem Bild, oder? Gemälde versenken. Eine Kassette. Oh Wunder. Die äußere Welt, 14. Mai 74. Das war wieder eine Aufnahme von Williams, glaube ich, ne? Klingt so ähnlich wie die erste Aufnahme, was wir gehört haben. Aber klingt noch ein bisschen bedrohlicher. Stimmen. Okay.
Und da ist noch ein Hebel. Da ist ein Hebel. Was ist das für ein komisches Geräusch? Da spielt einer auf dem Klavier. Ich gehe da nicht hin. Das kannst du vergessen, dass ich jetzt da hingehe. Bin ja nicht doof. Weil der Geheimraum hier. Kann man hier Licht machen? Gibt's hier irgendwo einen Schalter? Ne, hier gibt's anscheinend keinen Schalter, okay. Was ist das denn bitte? Fotos, okay. Ist das die andere Welt oder so? Ich weiß es nicht. Und ein Tor. Haben wir das vielleicht auf unserer Reise gesehen? Und noch ein Computer. War das alles von unserem Onkel Edgar? Eine Seite aus Edgars Tagebuch. War das hier wirklich das geheime Versteck meines Vaters? Es ist schwer zu glauben, aber alles deutet darauf hin. Ich habe versucht, so viel wie eben möglich hierher zu bringen, um es hier genauer zu untersuchen zu können. Viele seiner Notizen sind in einer Sprache geschrieben, die ich nicht kenne. Aber das ist seine Handschrift, da bin ich mir sicher. Diese bizarren Fotos hingegen sorgen aber für nur noch mehr Fragen. Diese Landschaften sind so surreal. Und was zur Hölle sind das für riesige Strukturen da im Hintergrund? Es sieht so aus, als hätte mein Vater ein uraltes Artefakt, sowie dessen Verbindung zu einigen mysteriösen Orten, die von irgendwelchen schrecklichen Kreaturen bewohnt werden, untersucht. Aber was hat das alles zu bedeuten? Woran hat er wirklich gearbeitet? In dem Schuppen waren einige seltsame Statuetten und auch alte Kassetten. Ich habe sie hergebracht, um sie genauer zu untersuchen. Jemand ist in der Wohnung. Der Wandschrank. Ja, versteck dich. Boah, Alter. Oh, what the fuck. Steht vor dem Schrank. Alter. Geh weg. Es ist sicher, um rauszukommen. Ja, ich weiß es nicht. Verschwinde. Ich trau mich nicht raus. Hallo? Kann ich mich da nochmal verstecken? Nee, anscheinend nicht. Oh, wer war das? War das einer von dieser Gruppe? Aber der klang nicht menschlich, der hat irgendwie so ganz komisch. Und ich habe fast die Vermutung, dass dieser Würfel vielleicht eventuell ein Portal zu einer ganz anderen Welt ist, wo komische, große, ekelhafte Wesen wohnen und die kommen irgendwie hierher. Die Klappe ist offen. Der kam von oben darunter, oder? Alter. Die erwarten jetzt nicht wirklich von mir, dass ich... Ich guck nochmal hier rein. Der war hier drin. Der hat hier auf dem Klavier rumgeklimmert. Geht's. Okay. Kam der aus dem Spiegel? Was ist hier passiert? Diese ekelhafte Substanz scheint aus dem Spiegel gekommen zu sein.
Eine Spiegelwelt? Verursacht der Würfel, dass vielleicht aus dem Spiegel irgendwie ein Paralleluniversum? Ich habe keine Ahnung, ich blick's nicht. Ach, guck mal hier, das Bild. Das ist der dezente Hinweis wegen den Statuetten wahrscheinlich gewesen und ich habe es nicht gesehen. Aber egal, wir haben es ja erraten. Oh, Alter. Das Licht geht nicht mehr, ne? Lampe kaputt. Okay. Die erwarten jetzt tatsächlich, dass ich da hochgehe. Hallo? Huch, Alter, jetzt habe ich mal, da liegt jemand. Das ist nur ein Bild. Wo sind wir denn hier? Boah, ich sehe hier nichts, ne? Hier ist stockfinster. Okay, was ist das denn jetzt hier alles? Ja, ist ja gut. Ich lang nichts an. Was ist das? Was für eine seltsame Maschinerie. Was, wenn ich den Würfel hier platziere? Ja, will ich das ausprobieren? Ich weiß es nicht. Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Dieser seltsame Apparat ist der Gegenstand aus dem Geheimversteck meines Vaters, der mir am meisten Rätsel aufgibt. Was ist seine Funktion? Es scheint, als könne man damit ein kleines magnetisches Feld aufbauen. Aber irgendetwas fehlt hier, definitiv. Bestimmt der Würfel. Neben dem Versteck war ein uraltes Metalltor. Aber es war mir nicht möglich, es zu öffnen. Es scheint dahinter tiefer in den Berg hineinzugehen. Und das, was ich brauche, ist wahrscheinlich genau dort. Das ganze Gebiet ist voll von alten Tunneln und Korridoren. Man sagt, dass es in diesen Bergen ein riesiges Netz aus unterirdischen Durchgängen gibt, die sich über viele Meilen erstrecken. Aber wo ich so darüber nachdenke, die Familienhütte ist nicht besonders weit davon entfernt. Sie befindet sich direkt auf dem Gipfel dieses Berges. Was, wenn irgendwie alles durch diese Tunnel verbunden wäre? Sind dort vielleicht noch mehr davon? Ich soll erst einmal zu der Hütte gehen, um das zu überprüfen. Ich werde früh am Morgen aufbrechen. Und irgendwie glaube ich immer noch, dass The Land of Pain hier das mit der Hütte zu tun hat. Das ist doch die Hütte. Ein altes Bild der Hütte meiner Familie. Ich glaube, das ist die Hütte. Die wir damals abgefackelt haben. Und ich glaube immer noch, dass wir Edgar waren. Okay, das heißt, wir müssen den Würfel holen. Okay. Okay, warte mal, ich gucke hier noch mal ein bisschen, aber hier ist nichts mehr, ne? Okay, wir holen mal den Würfel. Hallo? Wie komme ich denn jetzt hier wieder? Wie? Ah ja, okay, dann so. So, runter mit dir. Okay, wir holen mal den Würfel. Aber wo ist dieses Wesen hin? Der ist bestimmt hier irgendwo noch. Hinter mir. Nein. Hör bloß auf, hey. Ich hoffe, der ist irgendwie abgehauen, ey. Okay, ich hol mal den Würfel. Ich hoffe nicht, dass der jetzt da oben ist. Hallo? Okay. Er ist noch da. Objekt aufheben. Okay. Ich hab den Würfel, ich hab die Macht. Wer bitte ist hinter diesem Würfel her? Sind es die Wesen oder ist es die Gruppe? Die Forscher.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was? Warum ist jetzt die scheiß Tür zu? Fuck. Hallo? Ich habe meine Bedenken. Was ist denn hier? Fuck, ich, Scheiße, ist da jetzt jemand in der Wohnung? Oh. Ist da jemand? Fuck, 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 fuck. Entschuldigung. Psst, leise. Boah, sei leise. Die Tür ist zu. Komm, Alter. Hoch mit dir. Oh, Alter. Ah, bin ich jetzt erschrocken, Alter. Okay, warte. Kann ich die Tür zumachen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann leg den Würfel hier ab. Einschalten? Au. Was ist denn jetzt kaputt? Geh mir ab, Scotty! Was war das denn jetzt? Die Tür ist zu. Was ist denn jetzt passiert? Was ist das? Ich habe das Gefühl, wenn wir diese Ansicht haben hier, das krisselt nämlich schon wieder so, dass wir nicht in der Realität sind. Das ist irgendwie eine Parallelwelt oder sowas. Das kann nicht real sein. Ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Realität. Wo ist der Würfel? My head. Am I still alive? Ja, aber wo ist der Würfel? Der Würfel ist verschwunden. Wo ist er hin? What's happening to me? Der Würfel ist weg. Hä? Wo ist denn jetzt der blöde Würfel hin? Ich versteh's gerade nicht. Hallo, lass mich doch mal. Ich komme hier nicht mehr runter. Hä? Ich möchte gerne hier runter. Jetzt. Warum ist denn das Bad hier zugenagelt? Hier ist alles zugenagelt. Ach du Scheiße. Fuck. Wie lange war ich weg? What does this mean? Das kann nicht real sein. Wo bin ich denn hier? Sieht aus wie so Katakomben. Und was ist das für eine Gestalt hier? Nee, ich mache ich bestimmt jetzt nicht auf. Ich bin doch nicht doof. Ja, mach die Türen dazu. Alles kein Problem. Okay, da ist zu. Ich guck mal hier.
Das sind irgendwelche Zellen, ein Zellentrakt. Hier liegt jemand. Was ist hier passiert? Was für ein Ort ist das? Ich habe keine Ahnung. Gott sei Dank ist die zu. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich höre irgendwo ein Telefon. Oh, was ist das denn hier? Das sind Käfige? Oh Gott, träume ich? Wir sind in irgendeiner Parallelwelt oder so, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist das denn? Hier komme ich nicht durch. Das ist, glaube ich, sehr ungesund, da entlang zu laufen. Also, wir können uns entscheiden, hoch oder runter. Verdammt, ich weiß es nicht. Okay, hier ist alles zusammengebrochen. Was ist denn das hier überhaupt? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich gehe mal erstmal hoch. Hallo, ich hänge hier fest. Hallo? Da ist zu. Es scheint eine Art Mechanismus zu benötigen, um es zu öffnen. Aha. Toll. Okay, dann wieder nach unten. Dann gehen wir mal da lang. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Das ist eine sehr lange Treppe. Ich höre Stimmen. Hallo? Das klingt sehr menschlich. Kann ich die Kerze nicht mitnehmen? Hallo? Da wer drin? Was sind Menschen drin? Ballen von irgendwelchen Wurzeln. Boah, hier sieht man gar nichts. Es ist stockfinster hier. What was that sound? Ja, nee, ich will es lieber nicht wissen. Schau mal, hier liegt auch wieder einer. Das sind wieder irgendwelche Wurzeln. Oh, hier liegen einige Puppen. Gruselig. Es ist so schweinedunkel hier. Okay. Was kann man hier machen? Irgendwas einstellen. Diese Maschinen sind riesig. Wer könnte sie gebaut haben? Kann ich da irgendwas drehen? Wo
wofür ist das alles? Was, wenn ich versuche, die Zahnräder anzuhalten? Ja, wie soll ich das anhalten? Ich würde es ja gerne anhalten. Wie mache ich denn das am besten? Irgendwas reinstecken. Aber es ist so fürchterlich dunkel. Hier ist noch eine Tür, aber... Benutze Tür. Die ist aber zu. Okay. Aber ich sehe hier gar nichts. Es ist so... fucking dunkel. Scheiße. Gibt's hier nichts, wo ich irgendwie verwenden könnte? Eisenstange. Oh, vielleicht kann ich es mit der Eisenstange machen. Warte mal. Was passiert, wenn ich da jetzt eine Eisenstange reinstecke? Okay, warte. Okay, und jetzt? Okay, ich glaube, wir müssen hier weg. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal, ich will es gar nicht wissen. Alter, was war das? Was war das denn? Was war das denn? Irgendwas hat mich gejagt. Okay, warte mal. Kommt das von hier? Schnell, 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 schnell. Oh. Oh. Ich glaube, ich bin entkommen. Oh. Alter. Halt, nicht springen. Ah nein, Mechanismus. Irgendetwas fehlt hier. Ja, ein Hebel. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gemacht. Oh, warte mal, ich glaube, ich weiß was. Da hat sich doch so ein komisches Ding da gedreht, ne? Und das dreht sich jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Ih. Oh Gott. Was ist das für eine Kreatur? Was haben sie mit ihr gemacht? Ich muss diesen Hebel nehmen. Ah. Oh. Lass mich. Okay, ich bin nochmal weg. Tschüss! Lass mich in Ruhe, ich bin nochmal weg. Hier, Hebel. Oh, diese Geräusche, ey. Okay. Hört auf zu schreien. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt rein. Ein Hammer. Könnte nützlich sein. Gott sei Dank ist hier zu. Für was brauche ich den Hammer? Lass mich raten, ich muss hier durchklettern, oder? Wie kann ich... Nee, hä? So, jetzt. Jetzt komme ich durch, oder?
Hier kann ich nicht rein, oder? Was ist das denn jetzt? Okay, jetzt komme ich hier nicht durch. Verdammt. Scheiße. Ist das heiß? Okay, es ist heiß. Ich glaube, wir müssen irgendwie das Rohr abdichten oder das Ding da abdrehen oder so. Da komme ich nicht hin, ne? Scheiße. Wie kann ich das zumachen? Ich muss hier anscheinend irgendwo das Wasser abstellen oder so. Aber ich weiß nicht wo. Ich... Komm. Oh, ich bin einfach zu fett. Ich komme hier nicht durch. Okay, also irgendwo würde irgendwo bestimmt noch irgendein Rohr hin oder so. Hier ist nix. Ich bin mir nicht sicher. Werde ich sterben, wenn ich hier... Das ist Wasser, ne? Kann ich da beruhigt rein? Was ist denn eigentlich das da oben? Was ist denn das hier? Da flimmert irgendwas da drin. Soll ich jetzt mal riskieren, da reinzuspringen? Weil ich glaube, zurück komme ich nicht mehr, oder? Nein, ich komme nicht mehr zurück. Also ich muss irgendwas mit dem Rohr machen. Das heißt, ich muss hier rein, oder? Alter. Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich sehe schon wieder... Überlänge. Luxus über eine halbe Stunde. Okay, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö mit Ö. Ach ja, und danke fürs Zuschauen.